Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Heute hat Emily Geburtstag. Ich wollte heute aber eigentlich sehr gerne in die Mine. Mal gucken, wir schauen jetzt erstmal, was draußen so zu tun ist. Wir haben ein bisschen Zeit, haben wir ja. Blumenkohl ist fertig, dann muss ich... die Juni muss arbeiten. Ne? Aber es ist an sich egal, weil ob der Blumenkohl jetzt heute oder morgen geerntet wird, ist total egal. Weil wir sonst im Frühling eh nichts mehr Neues anpflanzen können. Somit mache ich mir jetzt nicht die Mühe, das zu ernten. Weil es ist ja schon der 27. Was interessanter ist, sind die Sachen jetzt hier fertig? Jawohl, das heißt, wir ernten heute einmal... Wir ernten Diamanten. Diese faulen, regnerischen, regenhasselnde... Junimos-Viecher. So. So, der Indikator auch. Und wie sieht es da unten aus? Der sollte dann morgen wahrscheinlich erst fertig werden. Jawohl. Okay, dann haben wir das immerhin schon mal abgeschlossen. Verkaufen wir gleich. Dann möchte ich, wir haben relativ viel Iridium Ore, glaube ich, wieder. Yep. Wenn wir da mal wieder ein bisschen einschmelzen. Gleichzeitig muss der Blumenkohl wieder in die Kisten. Das bisschen, was wir jetzt geerntet haben. Regen. So viel Regen. Vielleicht heute Abend schon fertig sein. Käse und dann machen wir wieder ein bisschen Eierverbrauch mit leckeren Volt-Eiern. Yum, yum, yum. Lecker, lecker, lecker. Gut, und dann bereiten wir uns auf unseren Ausflug vor. Schrägstrich. Ja, wann geben wir Emily ein Geschenk? Die ist ja relativ spät noch in der Arbeit. Einfach mal einen... Ach, wir werden sicherlich einen Amethysten finden unterwegs. Und wenn nicht, ganz ehrlich, mit Emily haben wir 10 Freundesherzen. Und wenn wir ihren Geburtstag vergessen, ist das das geringste Übel. Den Geburtstag vergessen von den Leuten, die hier unten sind, wäre schlecht. Genau. Was will der komische Gnom nochmal haben? Moment, habe ich den Gnom jetzt schon? Den Zwerg natürlich. Entschuldigung. Den Zwerg. Ne, den habe ich schon 2 Geschenke gemacht. Gut, dann kriegt er nichts. Beziehungsweise ich muss wieder ein paar Sachen hier lassen. Nicht in dieser Kiste. Lieber hier rein. Die Ho lasse ich hier. Brauche ich nicht. Ich brauche nur die Spitzhacke. Das Schwert brauche ich. Und die Axt will ich dabei haben. Und die sortiere ich mir mal wieder so, dass ich es auch brauchbar finde. Gut, und dann nehmen wir unser Pferd und warten auf Pam. Moment. Könnte Bomben mitnehmen. Noch einmal ein bisschen Zeit. Ob wir sie verwenden, ist wieder die nächste Frage, aber ich könnte Bomben mitnehmen. So. So, Pam, auf geht's. Aufstehen. Dim, 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 dim. Ja, ich stelle mein Pferd mal wieder hier auf der Straße ab. Irgendwie ein bisschen makaber, aber ich finde es lustig, wenn der Bus durchfährt. Ein bisschen. Ja, wir warten auf Pam. Und fahren dann in die Wüste. Wo wir Sandy eigentlich was mitbringen sollten. Sandy sind aber auch voller Herzen, das passt. Alles gut. Dann sparen wir uns das. Und fahren in die Wüste. Juhu, 500 Gold. Mittlerweile aus der Portokasse. Für wahnsinnig viel Geld.
Ja, und ich meinte, die Kokosnüsse mit dir herumliegen. Ich habe nichts zu essen dabei. Ja, gut, dann habe ich halt nichts zu essen dabei. Vielleicht finde ich ja was. Kann ich tote Mumien futtern oder so? Lecker, lecker tote Mumien. Oh. Oh, und eine Bombe. Warum darf ich durch die toten Mumien nicht durchlaufen? Das ist doch blöd. Ich habe auch nicht geguckt, wie viel Glück wir haben. Okay, das wird kein erfolgreicher Ausflug, aber im Prinzip, ganz ehrlich, ich bin eigentlich am meisten interessiert an Gold. Weil ich hätte es nicht gedacht, dass uns irgendwann mal... Also, dass wir zu wenig Iridium-Ohr haben. Ja, okay. Aber das Problem haben wir ja auch nicht mehr, weil wir ja jeden Tag Ohrs kriegen. Durch den komischen Schrein da. Aber dass uns mal Gold ausgeht... Gut, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir irgendwann mal so viele... Crystallariums bauen, das kommt natürlich auch dazu. Und wie viel Gold haben wir schon gefunden? Nichts. Null. Oh, guck mal, ein sehr anhänglicher Slimy. Und ich glaube, unser Glück ist nicht so hoch. Weil A finden wir tatsächlich nicht viel. Und auch die Abgänge sind sehr mau. Ja, aber immerhin schon Stufe 3. Wahnsinn. Oh, ein Gold. Ein Gold. Oh, wir haben doch schon 3 Gold gefunden. Reicht aber immer noch nicht für einen Goldklumpen. Ingot, mein. Oh Gott, Viecher, schnell weg. Für den Giftpilzen sammeln wir auch nichts mehr ein. Die Giftpilze haben wir auch nur für das Community Center gebraucht, oder? Haben die nochmal irgendwo anders gebraucht? Kann mich nicht dran erinnern. So, dann, wenn wir heute eh schon nicht so tief kommen, dann nehme ich halt die großen Steine noch mit. Ja, Eisen. Kriegen wir zumindest Steine. Und noch ein Gold. Yay, wir haben schon einen Barren. Unglaublich. Einen, oh Gott. Ehrlich, muss ich hier alle kaputt machen. Ich habe natürlich jetzt auch Fette genug für eine Treppe, aber... bin ich jetzt zu geizig, die auszugeben. Außerdem, vielleicht droppen die ja auch irgendwas Spannendes. Auch wenn es gerade nicht so aussieht. Ehrlich gesagt, es macht schon ziemlich Spaß, diese großen Blöcke kaputt zu machen. Wenn die dann die ganzen kleinen rauskommen, die mir auch nichts antun können. Geh kaputt. Der hält was aus. Aber wir haben noch gar keine Rutsche gefunden bisher. Ja, ich bin ein bisschen unvorbereitet. Ich habe Essen vergessen. Muss ich auch aufpassen. Ich bin ja froh, dass ich draußen noch die Kaktusdinger mitgenommen habe. Damit ich zumindest ein bisschen Nahrung holen kann. Hey, du Blubbel. Ich habe ein bisschen Kohle gefunden schon. Auch nicht ganz verkehrt, aber... Das ist jetzt nicht das ultimativste Wow-Erlebnis. Und jetzt kommen die Viecher. Oh, da geht's runter. Aber ich will gerne einen Amethysten da oben haben. Das ist doch eine blöde Idee. Tschüss. So. Oh, ein Loch. Unglaublich. Hineinspringen. 13 Ebenen runter. Autsch. Tut doch weh. Sowas hätte ich gerne öfters. 13 Ebenen. Sind wir schon hier so weit runtergerutscht? Ja, schon sind wir auf Stufe 20, gell? Oh, da geht's ja runter. Hihi. Ganz übersehen.
glaube, am meisten hier unten nerven mich fast die Mumien. Weil man wird sie nicht los. Da ist der Abgang. Gehen wir gleich hin. Eisen nehme ich natürlich mittlerweile auch gerne mit, weil haben wir ja sehr großzügig verschwendet, um Gold rauszumachen. Einen Diamanten. Also ich finde es eigentlich fair, dass man Bronze in Eisen und Eisen in Gold umwandeln kann. Macht zwar natürlich jetzt inhaltlich null Sinn. 6 Ebenen nur, das ist ja lächerlich. Wieder runter. Scheiße, ich muss aufs Leben achten. Oh, würziger Aal, das ist super. Den essen wir gleich. Weil Leben. Na, nicht die Mine verlassen. Jetzt, die ganze Zeit will er irgendwas essen. Dann soll er einmal nichts essen. Ja, und dann ja gut, dann frisst halt die Kokosnuss noch. Hallo, warum magst du die nicht essen? Kannst du keine Kokosnuss essen? Dann kann man keine Kokosnuss essen. Die war gut. Habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die uns die Leben voll macht. Ach, scheiße, und schon wieder ein paar verloren. Das ist nicht der Plan. Oh, dammit. Ich sehe die immer so eine Millisekunde zu spät erst. Ich muss ja warten, bis diese Animation von der Spitzhacke aufgehört hat. Sonst davor kann ich ja nicht umschalten auf Schwert. Gut, was zugegebenermaßen Sinn macht, aber... Naja, 31. Was war unser Rekord? 95? Also Level 100 möchte ich schon irgendwie erreichen. Irgendwann mal. Heute nicht wohl. Das wird ein bisschen eng. Ein Schacht. Wie viel? 2? 4 Ebenen. Wird hier immer schwacher. Dim. Will ich auch noch wissen, was da drin ist? Nichts. Sehr gut. Gold! Juhu. Also 8 Gold haben wir jetzt. Oder 9. Ich kenne die Zahl nicht so wirklich. Ich glaube, es sind 8. Ist jetzt nicht so das Wow-Ergebnis. Also nicht mal für 2 Barren bisher. Oh Gott. Blödes Vieh. Ja, und gleich 3 Mumien. Super, danke. Juhu, 9. Wetten, dass der Abgang... Doch nicht. Unter denen da oben war, wo ich vorbeigegangen bin. Bam. Critical Hit. Jetzt auch runter. Naja, also kommt ganz gut runter, aber es ist nicht so. Au. Mumien, ihr seid böse. Dann habe ich nichts, um mich zu heilen. Und da ist eine Tasche. Kohle. Oh, das ist ein Loch. Juhu. 3 Ebenen. Das ist ja schon wieder gar nichts. So, es ist 18.40 Uhr. Wie gesagt, wir wollen ja irgendwie Emily gerne noch was schenken. Nochmal ein Loch. Weitere 4 Ebenen. 48. Ja. Auch nicht schlecht. Oh Gott. Ich bin hier ein bisschen eingemauert. So, dass die Mumie nicht sonderlich schlau ist. Kann ich die von hier erreichen? Zack, weg. Energie habe ich noch, also mit der Energie komme ich halbwegs aus. Hallo Mumie. Mumienlauf. Ihr seid eingemauert. Lustig. 50. Naja, immerhin. Nachdem ich jetzt denke, dass wir nicht so viel Glück hatten, schauen wir danach mal, wie viel Glück wir wirklich hatten. Na gut, ich habe jetzt natürlich auch meinen Boost von Spicy Eel.
Boah, der kommt aber flink. Ah. Ja, jetzt muss ich ziemlich aufpassen. Ich glaube nämlich, wenn mich nochmal einer so trifft, dann war's das. Da verliere ich wahrscheinlich ausgerechnet das Gold, was ich brauche. Weiter. Ich hoffe, dass hier irgendwo ein Abgang ist, weil sonst wird es sehr spannend mit der Mumie da jetzt. Vor allem, weil die ja immer so wenig Schaden machen. Und weil ich jetzt nicht sehe, wo sie ist. Gut, dass die da oben hängt. Sehr gut. Und weiter. Den Abgang. Schade, dass man Iridium ordentlich in Gold wandeln kann. Ja gut, wir könnten uns Gold natürlich auch kaufen. Ja, das muss man, glaube ich. Ich glaube, dass wir bei Clint Golderz kaufen können. Das geht natürlich auch. Aber irgendwie ist das ja ein bisschen... Jetzt muss ich mich sehr konzentrieren. Ich darf nicht berührt werden. Ah. Noch einer. Ist ganz genau, dass da irgendeiner kommt. Und ein Abgang. Oh Gott, aber hier sind so viele Eisen. Das möchte ich fast mitnehmen. Okay, da kommt noch so viel. Der ist weg. Gut. Und da ist irgendwo ein Rubin. Irgendwo ist gut. Da ist ein Rubin. Es ist 22 Uhr, also allzu lang machen wir nicht mehr. Weil ich nicht weiß, wann Emily nach Hause geht. Ja. Dann suche ich noch bis 23 Uhr und dann gehen wir langsam zurück. Dann sollte ich Emily auch nicht verpassen. So, nochmal ein Loch. 7 Ebenen runter. Zieht uns natürlich gleich wieder Leben ab. Aber immerhin keine Fliegerviecher, die uns direkt erwarten. Ja. Vielleicht doch. Ich habe irgendwo was gehört. Geh weg, geh weg, geh weg. Nerv mich nicht. So, dann gehen wir jetzt hier runter und holen uns noch schnell das Einfache hier. Gehen auch nochmal runter. Okay, 64 waren wir. Da kommt nämlich wieder einer. Gehen wir ganz schnell raus. Und dann haben wir ja noch genügend Zeit, um unserer Ex-Freundin, ich betone es immer wieder, noch ein Geburtstagsgeschenk zu machen. Denn die dürfte ja immer noch in der Taverne arbeiten. Ein treues Pferd wartet geduldig auf deine Rückkehr. Pam bleibt da noch stehen, das ist ja lustig. Oh, unsere Energie- und Lebensanzeige ist natürlich auch ein bisschen... War schon mal besser. Ja, toll. Großartig. So. Es wird spät, ja. Es wird spät, aber Emily... In der Calico-Wüste regnet es nie. Dort wohnt eine Freundin sein. Ja, da habe ich auch nicht Hallo gesagt. Du möchtest... Schon, oder? Emily mag Mineral. Ja, sehr gut. Das schenke ich zwar normalerweise mit Abby. Aber ich habe keine Wolle dabei. So gesehen gab es heute nur Mineral. So, Pam hat auch Feierabend. Wir werden auch gleich Feierabend haben. Ja, war nicht ganz so... Naja, doch immerhin 25 Gold. Ja, das muss man fairerweise dazu sagen. Wir haben schon was gefunden. Können wir eigentlich gleich einschmeißen. Ich
Wenn wir ja gerade auch Kohle gefunden haben, dann brauchen wir noch schnell ein paar Eier. So, und dann ist das morgen alles fertig. Ansonsten müssen wir jetzt noch ein bisschen aufräumen. Da ist noch Honig. Oh, es ist schon 21. Müssen wir irgendwas verkaufen? Nö. Oder? Mayonnaise, ja. Der Rest nicht. Ja, danke. Ich mag eigentlich den Honig einsammeln, nicht mit der Vogelscheuche reden. Warum redet eigentlich die Vogelscheuche mit mir? Doch komisch. Das kommt hier rein, das kommt da rein. Die kommt nicht rein. Das kommt rein. Schleim kommt rein, weil es sich reimt. Das kommt rein. Ach stimmt, die habe ich aus dem Schuppen. Richtig. Schattenessenz. Kohle. So, dann haben wir noch ein paar Sachen, die kommen hier rein. Dann haben wir ein paar Sachen, die kommen hier rein. Nö. Doch. Die Cave Carrot. Zap kommt hier rein. Der giftige, leckere Pilz. Und dann haben wir da hinten den Honig. Und ich glaube, in die Kiste kommen die Weißalge und den Rest. Ja, das kommt in den Slime-Schuppen und das andere kommt. Die Katze noch gute Nacht sagen und dann schnell ins Bett. Und gucken, was wir verdient haben. Viel wird es nicht sein, weil wir nur ein bisschen Mayonnaise. Ach ja, doch, die Diamanten. Richtig. Ja, dann sind es doch mal wieder 50.000. Also, uns geht's nicht schlecht, sagen wir es so. Und daher sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.